alemán, va a servir. Jana Simeones, play. Out. Cancejo, 50 love. Hands up. 15 up. Liebe Zuschauer, wir sind zurück zum Finale der Damen U16 hier. Kovacskova, die Nummer 1 gegen Simionescu aus Rumänien. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich einen speziellen Gast haben werde, nämlich Alexander Zverev, kurz Sascha, noch kürzer mein Bruder. Und er ist wirklich da, er ist gekommen, er sitzt jetzt neben mir. Sascha, guten Morgen. Guten Morgen. Es war jetzt auch kein langer Weg, muss ich sagen. Es war kein langer Weg, genau. Du kennst das Masters, du kennst das Masters U14, du hast es mal gewonnen vor einigen Jahren, stimmt das? Das stimmt. Das Masters in meiner Karriere ist immer so mein Lieblingsturnier. Auch bei den U14, bei den 14-Jährigen und auch bei den Herren war ich immer relativ erfolgreich beim Masters. Und ja, das war immer was Besonderes, weil ich meine, bei den Herren, wenn man da spielt, sind immer nur die besten 8 Spieler dort. Bei den Junioren war es genauso damals. Man hat sich immer schon sehr besonders gefühlt, in dieser Elitengruppe zu sein. Und ja, das ist einfach ein Turnier, das ich immer genossen habe. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendein Masters gewonnen. Deswegen möchte ich immer gern sagen, das Masters U14, das du mal gewinnen konntest, daran bin ich ein bisschen beteiligt. Weißt du auch warum? Weil wir hier mit dir, ich weiß es noch, hier in Monte Carlo, da hattest du Hartplatzturniere am Ende des Jahres und wir haben mit dir auf Sand trainiert, weil ich gesagt habe, das Masters ist ein sehr wichtiges U14-Turnier. Und wir haben auf Sand trainiert, anstatt dass du dich auf Hartplatz vorbereitest, auf halt ATP-Turniere. Und dann hast du, glaube ich, das Masters gewonnen, ohne einen Satz zu verlieren, stimmt das? War das alles in zwei Sätzen? Ich habe, ja, das Masters habe ich gut gespielt. Ja. Aber es war schon vor einer sehr langen Zeit, also das ist jetzt nicht mehr 2-3 Jahre her, das ist schon, genau, 11 Jahre ist es her. 11 Jahre her. Weißt du noch, gegen wen du damals gespielt hast, im Finale oder Halbfinale? Ich habe, ja, es sind ja nur 3 Matches gewesen. Also ich habe erste Runde gegen Alex Molchan gespielt, der spielt jetzt auch auf der Tour, der spielt eigentlich ganz okay. Wird gecoacht von Marian Weider? Wird gecoacht von Marian Weider, der dieses Jahr hat er wirklich 2 Rumänen gespielt, sie waren extrem gut. Halbfinale Halbfinale gegen Bogdan Borsa, der war Nummer 1 in Europa bei uns damals. Und das Finale gegen Frunza, der war Nummer 2 in Europa. Genau. Das waren bei uns 2 Rumänen, die haben ziemlich viel gewonnen damals bei in Europa. Spielen die noch jetzt eigentlich oder haben beide aufgehört? Ich habe die, glaube ich, seitdem nicht mehr gesehen. Das heißt, also dein Sieg gegen die beiden Rumänen hat sie zerstört. Naja. War Rublev auch dabei? Rublev war dabei. Wer noch? Boah, ich muss mich jetzt erinnern. Hurkacz war, glaube ich, dabei. Hurkacz, okay. Oder Hurkacz ist gar nicht reingekommen. Es gab einen anderen Polen, der war besser damals, der hieß Dembek. Der war dabei, wer war noch dabei? Waren schon einige dabei. Ja. Also das heißt, in der Jugend, also U14 richtig gut spielen, ist natürlich ist gut, ist auch ein Vorteil, aber es muss kein Muss sein, dass du als guter Jugendlicher auch ein guter Topspieler wirst, wie im Fall der Rumänen. Man hat halt schon im jungen Alter, und ich glaube, man kann das jetzt auch sehen, wer im jungen Alter Tennis richtig spielt und wer Tennis spielt, um bei den 14-Jährigen zu gewinnen. Und ich glaube, damals hatten wir auch, wir hatten ein paar Kandidaten, so einen wie Stefan Kozlov zum Beispiel aus Amerika. Ja.
Genau, gegen den kann ich mich erinnern. Gegen den konnte man gar nicht gewinnen. Keiner mochte gegen ihn zu spielen, ne? Keiner mochte es, gegen ihn zu spielen. Es war wirklich, der war noch jünger als wir. Gegen den konnte wirklich keiner gewinnen. Und man sieht jetzt halt, dass bei den Herren sich alles wirklich ändern kann. Weil dort musste man schon das richtige Tennis spielen. Und da macht es schon den Unterschied, ob du so spielst, wie ein Kozlov damals gespielt hat. Oder halt wie ein Rublev, der jetzt halt viel erfolgreicher ist. Wie gesagt, Rublev hat immer Vollgas gegeben, früher mehr Fehler gemacht, immer. Aber jetzt trifft er auch immer mehr und macht weniger Fehler. Jetzt trifft er auch und jetzt wird es halt noch ein bisschen schneller. Ja. Irgendwann wird es halt zu schnell für die anderen. Wenn du jetzt so dir die Matches anschaust, wir haben jetzt wirklich interessant, drei Plätze direkt nebeneinander. Kannst du irgendwie merken, Tennis hat sich verändert oder jetzt nicht großartig verändert oder die Spieler sind größer geworden, kräftiger oder wie empfindest du das? Man kann immer nach Generationen sehen, wer gut spielen wird und wer nicht gut spielen wird. Ich glaube, bei unserer Generation, bei den 96ern, 95ern, 97ern, auch 98ern, hat man immer schon gesehen, dass es eigentlich eine relativ starke Generation wird. Ne? Und ich glaube, das ist auch der Fall jetzt so geworden. Man kann sehen, wie aggressiv die Spieler sind, man kann sehen, was für eine Art von Tennis sie spielen. Und ich glaube, diese Generation kann auch ganz gutes Tennis spielen. Ich habe jetzt das Finale leider nicht gesehen. Ich hatte ein paar andere Termine noch, die ich machen musste. Ich muss auch selber trainieren natürlich. Aber es gibt schon ein paar Spieler, die sehr interessant sind hier. Ich sage immer, Tennis entwickelt sich weiter, die Menschen entwickeln sich weiter, aber wohin soll es gehen? Weil du bist 1,98 groß, bewegst dich wie ein 1,90 großer. Du servierst über 220 im Schnitt. Du spielst die Rückhand und Vorhand wie kein anderer. Das heißt, wie kann Tennis noch besser werden? Werden die Spieler noch schneller servieren oder sich noch besser bewegen? Was glaubst du? Das wurde ja früher immer gesagt. Also ich glaube, früher als Lendl mit McEnroe gespielt haben, hat man sich gedacht, okay, wow, es kann ja eigentlich nicht besser werden, es kann ja nicht noch schneller werden. Du glaubst, es kann jetzt besser werden noch? Naja, aber dann kam Sampras und Agassi. Auf einmal das, was Lendl und McEnroe gespielt haben, wurde so ein bisschen zum Zeitlupentennis. Die beiden, dann auf einmal schlägt Sampras ersten und zweiten Ausschlag mit 200 auf. Also das ist nochmal ein Riesenunterschied gewesen. Agassi hat von der Grundlinie besser gespielt als alle anderen. Auf einmal hat man dann gesagt, okay, man kann ja nicht mehr besser spielen. Dann kommt auf einmal Roger, Rafa und Novak dazu. Und die kann man ja wirklich mit niemandem mehr vergleichen. Ne? Und ich glaube, im Tennis ist es wirklich so, es entwickelt sich weiter. Die Menschheit entwickelt sich auch weiter. Es ist ja genauso wie in der Leichtathletik, was in Usain Bolt gelaufen ist, denkt man ja auch, dass man das nie wieder sehen wird. Ne? Und ich glaube einfach, dass die Menschheit sich weiterentwickelt. Und früher, wenn jemand 1,90, 1,95 groß war, hieß das dann sofort, das ist ein sehr aggressiver Spieler, der wird nie sich so gut bewegen können wie ein 1,90 Spieler und 1,85 großer Spieler. Und jetzt auf einmal hat man mich, hat man Medvedev, hat man Tsitsipas, die sich genauso gut bewegen, die wirklich ein All-Around-Spiel haben können. Ne? Früher war das wirklich, okay, wenn du groß bist, hast du einen guten Ausschlag, läufst ans Netz und versuchst, die Punkte so kurz wie möglich zu gestalten. Und jetzt hat sich Tennis wirklich nochmal verändert und ich glaube, das wird es sicherlich auch weiter tun. Also sagst du, es kann alles noch besser, schneller, aggressiver werden. Naja, wir haben jetzt auf einmal einen Alcaraz, der einen Federer und Nadal ausschauen lässt, als ob die konservativ gespielt haben. Ne? Also ich meine, der spielt jetzt eine Vorhand, die, glaube ich, noch nie jemand gesehen hat. Das ist immer so. Es entwickelt sich weiter. Es heißt nicht, dass die Spieler besser geworden sind. Es heißt nicht, dass sie jetzt besser sind als Novak oder Rafa oder Roger vor 10, 15 Jahren, sondern es ist halt anders geworden. Es ist aggressiver geworden, es ist nochmal viel schneller geworden. Ein Alcaraz mit 19 Jahren sieht aus, als ob er 30 ist. So, ja, deswegen, ist ein kompletter Spieler. Du kannst jetzt nicht sagen, er muss nochmal irgendwie da noch was verbessern oder schneller oder kräftiger werden. Und man kann werden. Auch nicht wirklich sagen, wo er noch was verbessern kann in dem Sinne, weil für mich ist er schon ein kompletter Spieler und das sieht man ja auch daran, dass er Nummer 1 der Welt ist. Ja. Zurück nochmal zur Jugend, zu deiner Jugend auch. Was vermisst du, sag ich mal, an den Jugendturnieren? Was gefiel dir damals besser als jetzt? Und was ist so eine Sache, wo du sagst, zum Glück muss ich das nicht mehr machen, zum Glück ist das jetzt bei uns anders? Gibt es da so ein paar Geschichten oder Sachen, wo du sagst, das war damals besser, das ist jetzt besser?
Früher bei den Jugendturnieren bei U14, U18 und sowas war Tennis manchmal so ein bisschen so nebensächlich. Es war also mehr das so, stimmt, ich habe es erzählt, aber ich wollte es mal aus deinem Mund hören. Ich war immer, und das bin ich ja immer noch, ich war immer sehr kommunikativ. Mir hat es gefallen, einfach mit Freunden abzuhängen. Ich war immer sehr sozial. Und das war halt bei U14 und U18 Turnieren einfach mehr. Also du hast gesehen, dass du warst mit anderen Jugendlichen zusammen, du hast einfach die Zeit genossen, und das ist halt jetzt auf der professionellen Tour anders. Es ist jetzt nicht so, dass man sich abends im Hotel trifft und dann seid ihr mit 20 Mann und spielt irgendwas oder macht irgendwas zusammen. Also es ist jetzt schon etwas anders geworden. Und eine Sache, wo du sagst, okay, Gott sei Dank ist es jetzt anders oder besser, bequemer, ich weiß nicht. Also mir fällt eine Sache ein, aber ich würde es interessieren, was du so, ich glaube, woran du jetzt denken würdest. Die Hotels sind natürlich ein bisschen anders geworden. Wie man rumreist, ist ein bisschen anders geworden. Also das ist natürlich schon. Also früher hat man natürlich das auch 10 Stunden mit dem Auto oder 14 Stunden mit dem Auto. Früher hat man natürlich schon sehr auf das Geld geschaut und geschaut, okay, können wir uns das und das leisten? Können wir uns das Turnier leisten? Können wir uns das extra Hotelzimmer leisten? Dann müssen wir zu viert in einem Zimmer schlafen. Das ist halt. Haben wir gemacht, ne? Das ist natürlich jetzt, zum Glück etwas anders, ne? Damals hatten wir Doppelzimmer, zwei große Betten, aber zu viert haben wir dann irgendwie dann schon reingepasst. Ja, das hat sich ein bisschen verändert. Aber trotzdem, das war auch das, was ich erzählt habe. Das war immer so eine 4 Wochen auf Tour, U14 oder U18 in Italien. Das war irgendwie 4 Wochen Klassenfahrt mit Freunden, mit Kumpels. Und das Aufwärmen war so ein bisschen 5 Minuten durch die Gegend laufen, ein Eis essen und dann auf den Platz gehen. Jetzt ist alles halt anstrengender, professioneller, ja, anders geworden. Das ist ja eine andere Welt einfach. Ja. Ne? Früher hat man Tennis gespielt, um es einfach nur um Spaß zu haben, auch außerhalb vom Platz Spaß zu haben und so weiter. Jetzt ist es natürlich auch, ich habe immer noch Riesenspaß und es ist immer noch etwas, was ich liebe, aber es ist auch anders, ne? Also es ist auch dein Job jetzt. Ja, aber eins habe ich schon gesehen, zum Beispiel die Jevremova hat gespielt, U14-Finale. Und sie hat einen Vertrag mit Nike, Yonex, IMG. Sie hat Instagram über 40.000 Follower und macht schon richtige Fotoshoots mit also professionelle Fotoshoots und hier und da. Und ich habe gesagt, früher hatte man sowas nicht. Früher hatte man sowas nicht. Man und hat das darauf geachtet. Um ehrlich zu sein, ich hasse es auch. Ich bin, du kennst mich, du bist Teil von meinem Management. Sergej Bubka sitzt neben uns, ist Teil von meinem Management. Ich hasse es, wenn junge Spieler auf Instagram sind, irgendwelche Fotoshoots machen, irgendwie 3000 Videos und Fotos von sich hochladen, irgendwelche Selfies machen und sowas. Ich war noch in die Generation, wo wir sowas nicht hatten. Und ich bin immer noch die Generation, der sowas einfach nicht gerne hat. Also mich muss man ja wirklich zwingen, um ein extra Foto bei Instagram nochmal hochzuladen oder ein extra Video nochmal zu machen oder sonst was. Ich bin wirklich da sehr, sehr oldschool. Ich mag dieses Persönliche, ich mag die Kommunikation zwischen Menschen, aber das Social Media, Instagram und sowas, vor allem für die junge Generation, das ist so schädlich und das ist sowas von unnötig und ich kann es, glaube ich, nicht deutlicher ausdrücken, dass ich einfach kein Fan davon bin. Man muss halt aufhören, es ist halt kompliziert, aber es gehört irgendwie auch dazu mittlerweile. Es gehört leider dazu, das stimmt. Ja. Und du sagst, du bist eher lieber persönlich, du triffst dich mit Menschen, das kann ich bestätigen. Und das ist auch ein Beweis, dass du heute hier bist. Ich habe dich eingeladen, ich habe gesagt, komm mal vorbei. Die Spieler und Spielerinnen würden sich freuen und auch die Zuschauer. Und du bist gekommen und das ist auch ein Zeichen dafür, dass du es halt gerne machst, dass du wirklich so jemand bist, der einfach mal vorbeischaut und Hallo sagt. Deswegen danke von mir, dass du da warst, dass du da bist. Und auch danke, glaube ich, von den Zuschauern. Die haben sich gefreut, die hatten Spaß, dir zuzuhören. Du bist jederzeit willkommen. Danke. Also, Sascha, genieß den Freitag, trainier schön und wir sehen uns dann später beim Abendessen. Wir sehen uns in Australien. Spätestens alle zusammen. Ja, wir aber beim Abendessen. Ja, wir beim Abendessen. Ja. Ciao.
Sehr hart dran. Lachen. Sehr okay. Lauf gut. Kannst du daran? 15 foot. Dios. Wunderschöner Ballwechsel jetzt bei 1-3-1 Stand. Schafft sie den Punktgewinn mit einem Stopp. Ja, das war schön eben mit Alexander Zverev. Er kam uns besuchen. Es macht immer Spaß, ihm zuzuhören. Die Geschichten von früher, als er noch in der Jugend gespielt hat. Viele gute Ergebnisse erzielt. U14, U18, Nummer 1. Bei der U18 war er zum Jahresende 2013, wenn ich mich recht erinnere, als 16-Jähriger beendete er das Jahr als Nummer 1. Damals hat Kyrgios auch mitgespielt und viele andere, die viel älter waren als er. 2014 im Januar gewann er die Australian Open gegen Kozlov im Finale, gefolgt dann von einem Challenger-Sieg in Braunschweig und dem Halbfinaleinzug in Hamburg beim ATP 500er Turnier. Das war natürlich ein Highlight, auch ein Rekord. Und jetzt ist er, ja, vor kurzem noch die Nummer 2 der Welt, aber wegen der Verletzung jetzt zurückgefallen in der Rangliste. Aber trotzdem für mich, nicht nur weil mein Bruder ist, sondern auch als Tennisfan einer meiner Lieblingsspieler. Und ich glaube, er wird auch hoffentlich bald wieder gesund zurückkommen und noch viele, viele große Turniere gewinnen.
Aber jetzt konzentrieren wir uns aufs Damen-U16-Finale zwischen Kovacicova und Simionescu. Die Kovacicova ist Nummer 1, U14 und U16. Ja, du hast es nachgeschaut, Kovacicova, geboren 2008. Ja, sind Jahrgänge. Älter als Jefremova. Ja, Jahrgänge, mit denen ich mich wenig auskenne, aber sie ist ein Jahr älter als Jefremova, die eben U14 gewonnen hatte. Sie ist 14, steht Nummer 1 und hat dieses Jahr schon viele, viele, viele Turniere gewinnen können. Simionescu mit den voll. Fans. Ja, die Box voll. Ist voll. Und laut, auch, muss man sagen. Die ist lautstark. Das ist auch ein großes Finale. Masters in Monaco U16. Auf dem Center Court. Und in der nächsten Partie wird es einen Norweger geben gegen einen anderen Skandinavier. Und da hat sogar das norwegische Fernsehen gesagt, das lassen uns nicht entgehen und übertragen live in Norwegen das Finale U16. Das heißt, Tennis nimmt einen viel höheren Stellenwert ein. Mittlerweile in Norwegen auch natürlich durch die Erfolge von Casper Ruud, Finalist von Roland Garros und den US Open. War eine Zeit lang die Nummer 2 der Welt, wenn ich mich nicht täusche. Ist jetzt immer noch Nummer 3 oder Nummer 4. Ja, dem US Open. Ja. Ist er Nummer 2 geworden. Aber du hast gesagt, dass die Spieler werden immer schneller und kräftiger werden. Und ja. Das Spiel auch, aber die Officials, Tournament Officials, die versuchen das Spiel so ein bisschen zu verlangsamen. Langsamer machen. Ja, also nicht die Officials, sondern es ist irgendwie die Entwicklung des Tennissports. Die Plätze, die Hartplätze werden langsamer, die Rasenplätze werden langsamer, der Rasen wird eigentlich hochwertiger und besser, der Ball verspringt viel seltener. Und die Bälle werden langsamer, aber die Schläge, die Schläger, die Seiten, die Technik, die macht die Tennisschläge nachher immer schneller. Das heißt, man muss irgendwie so eine Balance finden, weil mit schnellen Bällen und schnellen Belägen, wenn man dann gegen Roger oder Rafa spielt oder gegen Alcaraz, dann wird das vielleicht zu schnell für die Zuschauer. Man hat dann zu wenig lange Ballwechsel. Deswegen braucht man halt die richtige Balance, das Gleichgewicht, wie auch überall im Leben. Die beiden haben eine gute Technik. Ja, beide Mädels haben eine saubere Technik, bewegen sich auch ganz gut. Ich finde, Kovacicova macht mehr aus der Rallye raus, versucht die Bälle zu diktieren, bestimmt oft die Richtung an. So eine schöne Rallye von Simionescu, nachher mit dem Drive Forehand Volley. Mich würde es auch interessieren, ob die Spieler heutzutage andere Sportarten ausüben, zum Beispiel Golf, Hockey, Fußball, Basketball. Wenn ich mich an meinen Bruder erinnere, der hat sehr gerne Hockey gespielt, auch sehr, sehr gut Hockey gespielt, war ein guter Fußballer, ja auch. Golf, sehr gerne, spielt immer noch sehr viel und sehr gerne Golf, hat ein relativ niedriges Handicap und wegen seiner Größe auch Basketball. Und bei Jugendturnieren, wie gesagt, er hat um 10 Uhr sein Match gespielt, 11 Uhr morgens, danach ist er halt Fußball spielen gegangen, ins Schwimmbad, Eis essen, Basketball, Golf, Hockey, was auch immer. Beim Training. Bei uns zu Hause war ein Trampolin. Ja, und nach jedem Training haben wir, keine Ahnung, 2-3 Stunden zusammen. Trampolin springen, genau, Saltos machen, verschiedene. Auch diese Körperbeherrschung. Und wenn ich mir jetzt so die Kinder anschaue, was machen sie? Sie spielen 1-2 Mal Tennis am Tag, danach verbringen sie eine Zeit lang dehnen, aufwärmen, vorbereiten und so weiter. Manchmal fehlt mir so dieser Ausgleich so ein bisschen. Man muss ja als junger Mensch seinen Körper kennenlernen. Wenn man immer nur das Gleiche macht, immer nur Tennis spielen, irgendwann reicht das nicht aus. Nadal. Bei den Junioren-Turnieren waren immer
sind wir zum Schwimmbad gegangen oder es war immer was los. Ja. Immer was los. Aber wenn du jetzt hier die Spieler anschaust, Nadal, guter Fußballer, Roger glaube ich auch, Andy Murray sowieso. Also viele Spieler haben auch viele andere Talente. Casper Ruud ist glaube ich ein guter Golfer. Also wie gesagt, Tennis spielen. Spielst du oft Golf oder? Ich? Ja. Ich spiele dann Golf, wenn es Sascha schafft, mich zu überreden. Das passiert also maximal einmal im Jahr und dann nach ungefähr 3 oder 4 Löchern fange ich an, Happy Gilmore-Style zu spielen, also mit Anlauf Golf spielen, weil ich habe keine Geduld für Golf und ich verstehe nicht, wie Sascha so viel Geduld haben kann. Aber wie gesagt, Golf ist für mich mehr so wie dieses einfach miteinander Zeit verbringen, genauso wie Angeln. Also manchmal gehe ich lieber zum Angeln als zum Golfen. Aber Sascha, wie gesagt, spielt gerne Golf, aber manchmal gehen wir auch gemeinsam angeln. Letztes Wochenende waren wir, morgen gehen wir vielleicht auch. Und solche Aktivitäten, das ist auch gut. Man verbringt Zeit in der Natur und man kann da richtig gut entspannen. Aber zurück zum Match, Kovacicova 5-2, Doppelbreak 4. Bis jetzt haben wir eigentlich nur immer schnelle erste Sätze gesehen. Ja. Bis auf das Herren U14 Match waren die Damen immer, also die Favoritinnen waren klar, in Führung gegangen, gleich zu Beginn. Mal schauen, ob das hier bleiben wird. Stark gespielt, erneut die Vorhand mit dem Topspin. Ja, wir haben gerade über Golf geredet und da man wurde ja noch neben mir sitzt, als er es gehört hat, hat er gesagt, ja, warum spielen wir heute nicht noch mal ein bisschen Golf ohne mich? Das kann er vielleicht mit Mello tun und wir wünschen ihm, wenn er es macht, viel Spaß, viel Glück. Wir verabschieden uns nochmal von ihm. Danke, dass er da war und ja, wir machen jetzt zu zweit weiter bei dem U16-Finale. Der sieht nicht mehr so U16 aus. Ne? Der sieht so wie ein erwachsener, ganz normalen WT-Spiel. Kann man sagen. Ja, und Kovacicova ist 14. Sie ist sehr, sehr jung. Aber ich glaube, in 1-2 Jahren kann sie locker bei den Damen mitspielen. Sie hat eine gute Technik, bewegt sich stark. Sie ist kräftig. Bei den Frauen geht es immer ein bisschen. Es geht früher. Früher, ja. Ja.
Gut gespielt. Alle Bälle trifft sie ganz sauber. Ja, sie hat eine ganz ruhige Bewegung, eine ruhige Aushol- und eine ruhige Schlagbewegung. Deswegen werden fast alle Bälle sauber getroffen. Und ganz lange Beine, muss man sagen. Erneuter Breakball für die Rumänen. Sie kämpft sich, sie versucht sich in das Match reinzukämpfen. Hat auch die Unterstützung vom Publikum. Volle Box, gefühlt ja, 30, 40 Fans sind da. Alle mit einer weißen Kappe und ich glaube der rumänischen Flagge sogar auf der Kappe. Das ist schön zu sehen, dass auch bei den jungen Spielerinnen und Spielern die Fans dabei sind. Familienmitglieder, Freunde. Gut abgewehrt dieser Breakball erneut. Von Kreuzkova. Der ist zu lang, der ist das Break. 3-5 Aussicht Simonescu. Die spielen jetzt auch mit mehr Höhe überm Netz. Warten dann auf den kürzeren, um anzugreifen. Ist aber klug gespielt von der Rumänin. Ja, und Kovacskova ist ein bisschen zu passiv gespielt. Ja, sie hat ja nicht die, unbedingt die Möglichkeit anzugreifen, ein, zwei Mal. Dann kam auch der Fehler. Das war so eine Sache. Wann greifst du an? Wann wartest du? Spielt's geduldig. Gute Rückhand. Ja, der Papa von der Kovacskova spielt selber sehr, sehr gut Tennis, ist auch ihr Coach. Er war kürzlich die Nummer 1 der ITF Seniorenrangliste, 45 und älter. Das finde ich auch übrigens stark, dass du, ja, dass du dann in einem Alter von 40, 45 trotzdem internationale Turniere spielst, auf der Rangliste vertreten bist. Und ich wurde gefragt, wann werde ich mit Tennis aufhören? Und ich konnte die Frage nicht wirklich beantworten, weil ich weiß nicht wann. Ich möchte gar nicht mit Tennis aufhören. Ich möchte trotzdem irgendwie weiterspielen, solange ich kann, solange ich gesund bin. Ohne Verletzungen, ohne schwere Verletzungen würde ich natürlich liebend gerne für immer Tennis spielen. Ich glaube, du hast noch eine Chance, richtig Vollgas zu geben. Danke, dass du so positiv glaubst an mich, aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal irgendwann schaffen werde, nochmal richtig gut zu spielen, aber ich mag einfach das Tennisspiel, auch wenn ich es nie gezeigt habe auf dem Platz emotional, aber ich habe es trotzdem genossen.
Und ob ich nun vor großem Publikum spiele oder nicht, ich mag einfach das Spiel. Deswegen, vielleicht bin ich auch irgendwann mal Weltmeister Ü45. Ich hätte nichts dagegen. Dem Sport treu bleiben, weiterhin aktiv. Ja, einfach aktiv sein. Und gesund. Ja, und gesund. Also mit meinen Kindern irgendwann selber spielen, das wäre schon ganz schön. Deswegen Respekt vor der Familie Kovačková. Die Tochter Nummer 1 in der Jugend, der Vater Nummer 1 in der Welt bei den Senioren. Gutes Beispiel für die Kinder. Ja, sehr gut. Meine Mutter ist auch immer noch sehr, sehr aktiv. Sie spielt selber noch Tennis, läuft jeden Tag 7-8 Kilometer. Papa natürlich weniger, das sieht man auch an seinem Körper ein bisschen. Der sitzt mehr. Der spielt ganz ordentlich noch. Er hat eine saubere Technik. Wenn es sein muss, dann kann er immer noch mit Sascha oder mit mir spielen, aber er tut es halt nicht mehr so häufig. Bei euch geht es auch in der Familie ohne Ende. Immer Papa, Sport, Mama, immer irgendwas, ja. Dann du, dann meine Sascha. Meine Oma war auch Tennisspielerin. Genau. Meine beiden Eltern, meine Frau hat früher auch Tennis gespielt. Und jetzt den Kleinen. Meine spielt Kinder auch schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Vielleicht sehen wir irgendwann kleine Mischa. Mein ältester Sohn, der hört halt nicht auf mich. Der hört einfach nicht auf mich. Vielleicht wird er auf Sascha hören irgendwann. Auf Onkel Sascha. Wenn Onkel Sascha kommt und sagt, du spiel mal die Vorhand mit mehr Topspin oder so, vielleicht hört er dann auf Onkel Sascha, aber auf mich hört er nicht. Und wieder die Vorhand aus der Luft. Mal gewinnt sie trotzdem den Punkt, aber am Netz. So, verkürzt auf 5-4. Kovačková serviert aber immer noch zum Satz. Und muss sich was einfallen lassen, weil die letzten Spiele war die Rumänin eindeutig besser. Wir sind zurück auf der Kovačková 5-4. Diesmal gegen die Sonne. Das war immer heute, noch, immer noch ja, diese das Seite. Das war heute diese gefährliche Seite, wo viele Doppelfehler passiert sind. Wir haben um 10 Uhr angefangen mit den Matches und gefühlt 10 Doppelfehler von dieser Seite und vielleicht 2 oder 3 nur von der anderen Seite. Ist jetzt nie so aggressiv, so mehr rein und wartet auf ihren. Wir beobachten das Match und neben uns steht Thomas Hammel, der CEO der Tennis Europe Organisation, zusammen mit Alexander Zverev, unterhalten sich über die Zukunft des Tennis, über die Gegenwart und über die Vergangenheit. Ich glaube, die Tennis Europe Organisation hat schon vieles vollbracht, viele gute Dinge gemacht für das Jugendtennis, für die Spieler und Spielerinnen, hat das viel ermöglicht, einfach auf der Tour zu spielen und sich zu entwickeln, nicht nur als Tennisspieler oder Spielerin, sondern einfach nur als Mensch. Deswegen ist es immer schön zu sehen, dass dann die Profis wie mein Bruder zusammen halt mit Thomas über die Zukunft reden und schauen, was kann man noch tun, damit das Tennis weiter wachsen kann, damit das noch besser wird, damit die Bedingungen besser werden für die jungen Spieler und Spielerinnen. Deswegen freue ich mich auf die nächsten Jahre.
damit noch mehr Spieler wie Alcaraz, wie Rüd, wie mein Bruder es in die Top 10 schaffen mit vielen interessanten Charakteren. Teilweise mit Verrückten, mit Interessanten, mit Lustigen. Das macht den Tennissport so besonders. Ja, es ist wichtig, dass jetzt sind viel mehr verschiedene Spieler, nicht nur so die Top 3 oder Top 4. Die gewinnen alles. Man muss immer wieder an den Kyrgios denken, natürlich. Manche lieben ihn, manche hassen ihn, aber er sorgt immer für Gesprächsstoff. Das ist immer was selbstverständlich, wenn er auf den Platz geht. Da sehen wir meinen Bruder. Gestylt mit Sonnenbrille. Und wir, wenn das jemand zeigen würde, wir sind nicht weit entfernt. Beide. Wichtiger Punkt jetzt. Ach, da kann man uns auch sehen. Guten Tag. Gute Länge. Schöner Winkel. Da muss ich nicht mehr nachrücken. Wieder jetzt 5-4, 30 beide, wichtiger Punkt. Und wie gut spielen sie sich? Was glaubst du jetzt? Ich glaube, Aufschlag zurückhand. Und Vorhand cross. Nicht ganz. Stark gespielt. Sehr gut. Wartet auf die Gelegenheit und beendet den Punkt mit einem Vorhandstopp. Die Unterstützung von Simonescu ist ganz stark. Ja. Die ganzen Box auf die Beine gestellt. Ja, die sind alle laut. Ja. Der letzten Rallye habe ich eigentlich damit gerechnet, dass Krejcikova irgendwann nach vorne Ball, geht. Ja, dass sie nach vorne geht, den Ball aus der Luft nimmt. Aber sie war ein bisschen zu vorsichtig bei 5-4 und Satzball. Bei den Jefremova sah was ein bisschen anders aus. Ja, Jefremova war da ein bisschen aggressiver, das konnte man sehen. Das ist schon mal der kleine Unterschied. Anja Jünger, ein bisschen schmächtiger, aber sehr aggressiv im Kopf. Sie versucht den Punkt selber zu machen. Ist jetzt langsam vor. Lässt sie wieder fallen. Sie muss versuchen, die Bälle im Steigen zu nehmen. Krejcikova. Ich glaube, sie wird auch ein bisschen müde. Die Beine, die wirken etwas träge mittlerweile. Bewegt sich nicht gut hin zum Ball. Schau. Der war nicht gut gespielt, also nicht gut getroffen. Und dann da streckt sie sich zur Vorhand und der Ball ist trotzdem ein bisschen zu weit entfernt. Deswegen auch der Fehler. Ist auf der Linie. Die Schiedsrichterin muss nicht runterkommen. Aber sauber für die Linie gespielt. Ist Krejcikova so
bisschen langsamer geworden. Ja, die ist vorsichtig, vielleicht auch ein bisschen müde, aber dann diese Rückhand Longline war wunderschön gespielt. Wichtigen Moment. Die hohen Bälle sind gut, aber sie muss vor. Sie muss den kurzen suchen. Genau so. Oh, dieser Ballwechsel war anstrengend für beide. Das sieht man jetzt in der Körpersprache. Beide müssen tief durchatmen. Sehr vorsichtig diesen Stopp gespielt. Ja, sie wusste, dass die Gegnerin lange Wege gehen muss, deswegen mit wenig Risiko. Ja, die Schiedsrichterin fragt Simonescu, ob sie sich gut fühlt. Sie muss ein paar Mal husten, tief durchatmen. Man muss nochmal erwähnen, es sind 22, 23 Grad mittlerweile. Und die Sonne ist, es ist warm. Ziemlich stark. Ja, es ist warm, es ist anstrengend. Vor allem, wenn man aus der Kälte kommt, ich weiß nicht, wie die Temperaturen jetzt in Deutschland, Rumänien und Tschechien sind, aber definitiv sind es da keine 22, 23 Grad draußen. Wenn man aus der Halle kommt, aus der Kälte und auf einmal bei solchen Bedingungen spielt, dann ist das schon ein Unterschied. Und das ist anstrengend für den Körper. Hast du gespielt, wo am heißesten war? Am wärmsten? Wie viel Grad war das? Also in der Jugend das Schlimmste und Brutalste, was ich erlebt habe, war Malaysia, Kuala Lumpur. Ich habe dann mal im Finale vom ITF-Turnier gespielt, U18. Das Finale zwar gewonnen, aber mir ging es schon auf dem Platz schlecht. Und dann, als ich im Hotel ankam, saß ich, ich glaube, 2 oder 3 Stunden unter der Dusche, weil mir einfach übel war. Und die Dusche war so der einzigste Ort, wo ich mich wohlgefühlt habe. Das war unglaublich. Und dann immer wieder natürlich US Open bei schwülen 34 Grad. Australien bei, das Schlimmste war, glaube ich, 44 Grad haben wir mal gespielt. Gibt es, glaube ich, eine Regel? Mittlerweile ja. Es gibt eine Heat Row, hast du recht. Früher gab es die nicht, aber mittlerweile gibt es die. Wenn die Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und natürlich die Temperatur ein bestimmtes Level überschreiten, dann werden entweder Sätze zu Ende gespielt, also keine neuen Sätze angefangen, sondern das Match wird einfach unterbrochen, oder mittlerweile sogar direkt im Satz kann unterbrochen werden. Ich weiß nicht genau. Aber es geht mittlerweile eigentlich um die Spieler und Spielerinnen natürlich zu beschützen. Und wir haben den ersten Satz. Der geht an Kovacova. Der Schläger muss ein bisschen leiden von der Rumänin. Aber sie hat gut gekämpft. Knapp hat sie sehr knapp 5 Beide zu machen. Ja. Und die letzten 15, 20 Minuten, die sahen schon besser aus bei der Rumänin. Die hat besser gespielt, ist besser ins Match reingekommen als zu Anfang an, obwohl es 1-4 stand nach ein paar Minuten. Die Statistik: Breakpoints 4 von 7 für Kovacova, 3 von 7 für Simonescu genutzt. Also ein Spiel mit vielen Breaks. Ich glaube, das war der Vater von Kovacova. Der Vater, die ehemalige Nummer 1 bei den Senioren, Ü45. Ich glaube, wenn ich mal 45 bin, dann rufe ich Sergej Bubka nochmal an und sage, wollen wir nicht nochmal Doppel spielen, gemeinsam. Wir haben als 13-Jährige gemeinsam Doppel gespielt in Tarp, Le Petit Tas,
und sind 45, also gefühlt 30 Jahre später, das wäre doch mal ein Highlight. Was sagst du, Sergej? Machen wir? Dann ladet ihr noch. 45 spielen wir, ne? Dann ladet ihr noch Mischa Ledowski ein. Ja, weiß nicht, aber mein Bruder. Stell dir vor, mein Bruder mit 45 und ich 55. Das wäre stark. Und würden dann doppelt spielen gegen Rafa, Novak, wenn die überhaupt noch Lust hätten. Oder Federer. Federer. Da sehen wir das Monte Carlo Beach Hotel, von dem ich vorher sprach. Ja, es gibt immer noch Menschen, die baden, unter anderem auch meine Mama. Das Wasser ist über 20 Grad warm. Sehr sauber, also wenn man hier ist, könnte man ruhig nochmal reinspringen. Wasser ist sehr schön jetzt. Ja, mich ein bisschen zu kühl. Zweiter Satz, Aufschlag Simonescu. Das könnte ich eine langere Match sein. Ja, es kann eine lange Partie werden. Ballwechsel. Man sieht es am Gesichtsausdruck. Ich glaube, sie scheint ein bisschen müde zu sein. Dadurch auch 15:40. Die beiden Kontrahentinnen müssen viel laufen, um jeden Punkt kämpfen. Ja.
Da ist das Break. Erneut das frühe Break für Kovačková. Wir werden in den nächsten Minuten extrem auf die Körperhaltung achten. Welche der beiden Spielerinnen wird ihre Müdigkeit besser verbergen können? Stark gespielt bei Kovačková. Kovačková sieht ein bisschen frischer aus jetzt. Ja, sieht besser aus. Ihre Schläge kosten weniger Kraft. Genau. Gefolgt von dem Ass. Ich glaube, es ist Linie. Heute erste Ass, haben wir gesehen heute. Das kann sein. In drei Matches. Gut platziert. Chancenlos. Glaubst du, kann jetzt eine Doppelfehler kommen oder nicht? Nö, nach einem Ass kommt kein Doppelfehler heute. Das war aber knapp. Jetzt. Kovačková spielt, nimmt immer den Ball hoch. Spielt mehr nahe zur Grundlinie. Stärker spät. Ja, das muss sie häufiger tun heute. Es ist das Finale. Man muss es selber gewinnen wollen.
Stark gespielt. Und 2-0. Für die Skovatschkova. In den zweiten Satz. Lang. Ja, das tut weh. Der Punkt war gut aufgebaut. Man kann es ja gut erkennen, die Tschechin schafft es immer wieder, die Gegnerin von der Grundlinie wegzudrängen und schwenkt sie zum Fehler. Bis jetzt haben alle drei Matches einen ähnlichen Verlauf. Ganz frühe Breaks und oft auch ganz frühe Doppelbreaks. Wie auch hier. 6-4-3-0. Genau, hier Favoriten immer führen und dann ein bisschen eng, aber dann weiter. Die Favoriten, ja. Bei den Herren war es bei den Herren war von der Setzliste nicht der Favorit, das war der Deutsche heute, Diego. 6-0, 6-2 gewann er sein Finale und ist dadurch Tennis Europe Junior Masters Sieger geworden, U14. Naja, und die Trophäen haben die Sieger noch nicht. Die gibt es erst später bei der offiziellen Siegerehrung, wo dann alle Teilnehmer zusammen die Pokale und Preise entgegennehmen werden. Schönes Bild vom Cruise Liner. Die Position beider Spielerinnen war natürlich hervorragend. Beide haben versucht, im Feld zu spielen. Wurden kurzzeitig nach hinten weggedrängt, aber dann doch die Rumänen mit diesem aggressiven Topspin-Volley.
Sehr stark. Sehr stark gespielt. Sie nahmen sich eine Auszeit, aber jetzt ist sie wieder zurück. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Jetzt sieht Simonescu wieder frisch aus. So. Schau, wie sie in den Ball reingeht. Super. Im Steigen nimmt sie ihn. Dann dieser Fehler mit der Vorhand. Nicht gut bewegt. Während des Schlages ging sie vom Ball weg. Dadurch auch der Fehler. Wichtiger Punkt jetzt für Simonescu. Gut gelesen. Sie war da. Sie hat es gelesen, wie du erkannt hast, aber trotzdem dieser Fehler mit der Rückhand Longline. Da könnte man noch sagen, die ganze Longline-Seite war offen, aber entscheidet sich doch für den Kurzcross. Am Ende ist es egal, sie gewinnt den Punkt. So mit 15:40, zwei Breakbälle. Noch ein Breakball für Simonescu. Simonescu, zwei Breakbälle gehabt und jetzt Gameball für Kovacko. Etwas verschlagen und nach langem Hin und Her doch das Spielgewinn für die an Nummer 1 gesetzte Kovalchukova. 4:0 führt sie im zweiten Satz. Erneut mit Doppelbreak. Aber diesmal, glaube ich, wird sie ihren Aufschlag nicht abgeben. Simonescu spielt eigentlich ganz gut, aber immer ja. Dieser letzte Schlag fehlt. Simonescu spielt gut, manchmal fehlt der letzte Schlag, wie du es erkannt hast, oder aber auch
Es gibt Phasen, wo sie einfach zwei, drei Fehler innerhalb von 30 Sekunden macht und dadurch in Rückstand gerät. Der Aufschlag soll zu lang gewesen sein. Die Schiedsrichterin kommt runter. Den Ballabdruck kann ich sehen, aber ich kann nicht erkennen, ob der. Ne, ich glaube, das ist er gar nicht. Ich glaube, das war er gar nicht, aber egal. Von oben ist schwer zu sagen. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Kovacka ist so sehr mutig. Ja, muss ja auch sein. Ja. 6-4, 4-0. Wenn du jetzt nicht mutig bist, wann dann? Die rumänischen Fans machen wieder ein bisschen Stimmung. Die waren längere Zeit eigentlich verschwunden. Zu viel Risiko. Ja, aber sie muss was machen, ansonsten ist das Schnell schlecht vorbei. Gespielt, Günstab. Und jetzt wieder ein Gameball Simonescu. Simonescu verkürzt auf 1-4. Dennoch Double Break vor, Satz vor Kovacova. Und scheint für mich die noch etwas frischere Spielerin zu sein. Thank you.
Cool, gelaufen, Kovačková. Leider nicht geschafft. Ich habe mir eben die Rangliste angeschaut. 2011 U14 männlich. An 1 war Borza, an 3 war Frunza, das waren die Spieler, die richtig hoch standen aus Rumänien. An 2 war Rublev. André, der spielt jetzt auch immer noch sehr gut. Und mein Bruder war Nummer 4, Safiulin. Und dann habe ich mir meinen Jahrgang angeschaut. 2001. An 1 Djokovic, an 2 Murray. Die spielen immer noch ziemlich gut Tennis. Also es gibt viele interessante Namen. Nadal zum Beispiel im Jahre 2000 stand in der Rangliste an Nummer 5. Lag daran, weil er nicht jedes Spiel mitgespielt hatte, U14. Nur ein, zwei große und das war's. Aber viele bekannte Namen auch da. Granollers zum Beispiel. Dein Jahren 1987 ist sehr viele gute Spieler. Ja, wir hatten viele gute Spieler. Gasquet war zum Beispiel Nummer 1 1999 als 13-Jähriger. Berdych, Thomas Berdych war Nummer 5. Bagdad ist Nummer 11. Tsonga Nummer 13. Ja, ein paar davon sind richtig gute Spieler geworden. Was ich damit sagen will, die Spieler, die wir heute hier auf den Plätzen gesehen haben und sehen, das könnten theoretisch die nächsten ganz Großen werden. Die Grand Slam-Sieger von, ja, vielleicht 2030 oder später. So. Oder früher. Wenn jemand das mit 19 schafft, ja, nochmal, dann. Aber es ist auch. Und der landet im Aus. Ist ärgerlich. Für Simonescu. Auch schön für die Geschichte, für die Jungs, die hierher gespielt haben, ja, dann auf den Rolex Masters zu spielen. Wenn sie dann wiederkommen in ein paar Jahren. Wie viel Mal hast du selber auf die Plätze hier gespielt? Masters, Rolex? Ja, ein paar Jahre habe ich hier mitgespielt, also ein paar Mal auf dem Center Court. Hast du auf Center, ja, gespielt? Ich habe gegen Lukas Puig gewonnen auf dem Center Court, gegen Felix, Auger-Aliassime. So ein paar Matches konnte ich hier bestreiten. Sehr stark. Sehr stark. Schön gespielt. Erneuter Breakball. Wie in auch im ersten Satz, ja. In jedem Spiel hat sie einen Breakball. Thank you.
Ich glaube, das war der beste Ballwechsel dieser Partie, doch der längste und definitiv der anstrengendste. Da muss man richtig durchatmen. Immer noch Kawaschkawa geht so ganz, ganz... Ja, aber auch sie ist müde. Auch Kawaschkawa merkt schon, dass die Beine schwer werden. Noch ein Breakchance für die Simonescu. Sie rutscht kurzzeitig aus, macht aber trotzdem den Punkt. Kawaschkawa Einstand. Was für eine Partie mittlerweile. So viele Breakchancen, aber die Kawaschkawa macht keinen einzigen leichten Fehler auf dem Breakbällen. Die spielt perfekt. Wenn sie die Breakball abwehren muss. Spiel wird unterbrochen, der Ball kommt vom Nachbarplatz rüber. Der Stopp wurde früh erkannt von der Kawaschkawa, deswegen war sie so rechtzeitig da, konnte vor dem Topspin spielen in die freie Ecke. Holt sich diesen sie Punkt den und Ball damit früh. Spielball. Ja, sie sah einfach. Das war ein Stopp mit Ansage. Yeah.
Wir sehen erneut den Kameramann links oben am Spielrand spazieren gehen. Ein Zeichen dafür, dass das Match bald vorbei sein kann. Wir haben den ersten Matchball. Kovačková 6-4-5-1 30-40. Aggressiv return wird jetzt. Ich hoffe kein Doppelfehler. Kurzes Selbstgespräch vom Aufschlag und es ist leider ein Doppelfehler geworden. Somit gewinnt Kovačková das Finale des Tennis Europe Junior Masters Monte Carlo 2022 U16 weiblich mit 6-4, 6-1 ohne Satzverlust. Simonescu kommen die Tränen, sie hätte sich so viel mehr erhofft, aber trotzdem ein super Turnier von der Rumänin. Sie war im Finale, sie hat gut gespielt, das war teilweise ein hochklassiges Match, aber trotzdem die Tschechin mit 2-0 Sätzen gewonnen, eigentlich glatt und verdient. Sie holt sich das Handtuch, es wird abgezogen und wir sehen gleich dann die Herren U16, das Finale der Herren männlich. Es kommen jetzt richtig die Tränen. Aber den Pokal gibt es nachher bei der gemeinsamen Siegerehrung. Ich hoffe, bis dahin hat sich Simonescu dann ja, wieder gefunden und das Team, die große Mannschaft, die angereist ist, wird sie natürlich unterstützen und trösten und sagen, es war trotzdem eine super Woche von ihr und sie hat bestimmt eine noch sehr große Zukunft vor sich. Wir sehen uns gleich wieder in ein paar Minuten, nachdem der Platz abgezogen ist und fertig gemacht, bereit gemacht für die Herren. Also bis gleich in ein paar Minuten.